Meine Lieben, schön, dass ihr reinschaltet auf meinem Kanal. Ich bin es, euer Vince John mit einem neuen Video zu Diablo 4. Der ein oder andere war schon bei uns in den Livestream und es geht mega ab. Wir grinden, wir ballern, wir haben ja nicht nur den Diablo 4 Song. Bleibt dafür auf jeden Fall gerne mit einem Abo und einem Like dabei. Wir haben zwei Chars gespielt, wir sind jetzt mit unserem Necro kurz mit 50. Ich muss dazu sagen, ich habe auch viele andere Sachen natürlich nebenbei gemacht. Jetzt Videos, Builds hier und da. Wir sind da wirklich am Grinden. Und wir haben ein, zwei Sachen auch extrem falsch gemacht, die ich jetzt im Nachhinein sagen würde, wo ich euch den einen oder anderen Tipp dann doch definitiv mit auf den Weg geben kann. So, mit mir im Discord ist der Chris und der Rudi. Die sind auch fleißig am Ballern. Moin. Schön, dass ihr da seid. Chris, du hast gar nicht geschlafen, ne? Nee. Der hat komplett durchgezogen, Alter. Hier, 3 Tage am Stück. Nee. 3 Tage nicht. Wie lange bist du jetzt wach? Uff, weiß ich nicht. Ja. 30 Stunden? 30 Stunden, ja, das geht ja noch. Das geht ja noch. So. Und zwar, meine Lieben, spielt sich Diablo 4 ein bisschen anders, als der ein oder andere vielleicht vermuten lässt. Oder das Genre an sich vermuten lässt. Es hat halt viel... Einsteigerfreundlich, finde ich. Ja, kann man so sehen, kann man aber auch verwirrend sehen für den einen oder anderen, weil die Layouts und die Texturen sind halt darauf aus, dass man sehr große, viele Wege hat. Da man nicht mehr in klassischer Manier auch Akte hat, sondern Gebiete hat, die man machen muss, wo wirklich erschlagen tausende Sachen aufkreuzen, wie in einem Ubisoft-Spiel, finde ich es nicht unbedingt einsteigfreundlich, würde ich eher widersprechen. Das Wichtigste, was ihr euch auf jeden Fall holen solltet, ist das hier. Das hier ist das Reittier. Dieses Reittier bekommt ihr relativ spät, muss man sagen. Also theoretisch erst in Gebiet 4 nach Beendigung von Gebiet 3. Ja, es steht zwar immer wieder. Mein Reittier ist kaputt. Keine Ahnung warum. Mein Reittier ist kaputt. Ist kaputt. Legendary. Ja, ja. Das läuft die ganze Zeit so, als ob es in der Stadt wären. Deswegen, mein Reittier ist kaputt. Das ist natürlich Neues. Strange. Das ist bestimmt durchgewippt, du bist einfach zu schwer. Ihr müsst dafür die Quest machen, Donans Gefallen. Das kommt dann, nachdem ihr den Boss von Akt 3 besiegt habt. Da werden wir jetzt nicht spoilern, wie wo was. Und dann müsst ihr aber wieder hierher kommen. Ja, also ihr müsst wieder hinkommen. Ihr seid ja auch schon gleich am Anfang. Oder der die Beta gespielt hat, der weiß das. Der ist hier. Dort bekommt ihr euer Reittier. Und da kommen wir dann gleich zu den wichtigsten oder krassesten Tipp überhaupt. Spielt nicht, wie ich in aller Manier, alles in diesem Gebiet am Anfang. Macht wirklich die Hauptquests erst. Macht nicht alle Nebenquests. Ich bin auch so einer, ich arbeite das ab, dann will ich alle Lilith-Schreine machen. Nein, macht das mit dem Pferd. Es ist so fatal. Alles levelt sich mit hoch. Die Bosse werden zu stark. Es ist dann wirklich schon ekelhaft teilweise, weil ihr mit dem Equipment immer mithalten müsst. Ihr habt jetzt auch nicht durch eure Skillung irgendwie eine Progression, wo ihr jetzt sagt, ey, wir machen jetzt 2, 3 Feuerbälle und bam, bam, das klatscht richtig rein, sondern das kommt alles über Items und dann wiederum mit den Aspekten. Und das ist dann wieder eine ganz andere Sache, die es dann wirklich schwer macht. Deswegen macht die Hauptquests. Bei mir war es so, ich war Level 40, fast 41, wo ich nur in dem ersten Gebiet war. Ja. Nur in Frozen Peaks. Und wir haben alle Lilith-Schreine gemacht. Wir haben auch noch nicht alle. Wir haben, glaube ich, 28 Sidequests hier gemacht. Ich habe hier jetzt auch keine gemacht. Klar, da kommen nochmal Sidequest-Dungeons dazu, wenn ihr die Stonehenges macht. Also diese Städte, die ihr befreien müsst. Aber macht die Hauptquest. Das haben wir dann auch danach dann so gemacht. Und der Hauptboss, der Endboss, ist dann ja bei Level 45 angesiedelt. Da seid ihr locker. Ja, viele sind sogar erst mit Level 30. Die haben nur die Hauptstory gemacht, nichts anderes. Es ist auch nicht schlimm, wenn ihr meine Sidequests nebenbei macht. Nicht falsch verstehen. Aber orientiert euch da wirklich zügig, bis ihr das Reittier habt. Und dann kann man sich, finde ich, so die Hauptquest so ein bisschen aufbewahren. Kommen wir aber zum nächsten Problem oder Sache, die man halt machen will. Man will halt auch so schnell wie möglich auf die nächste Welttierstufe. Und wo man die Welttierstufen wechseln kann und so weiter, ist hier oben an dem Inarius-Schrein. Der ist auch in Frozen Peaks. Dort solltet ihr dann auch immer mal nachschauen. Zwischen 1 und Veteran 2, also Abenteuer und Veteran, gibt es eigentlich nur einen goldenen Erfahrungsboost. Nur Gold ist diesmal auch wichtiger denn je. Aber
ab Albtraum. Nur Gold ist gewollt. Genau. Ab Albtraum ist es dann aber auch wirklich wichtig. Dann kommen Höllenfluten, Champion-Monster, dann droppen auch endlich ein paar andere Sachen dazu. Und wir wollen natürlich hierhin. Man kann das so schaffen, auch ab Level 45, je nachdem wie ihr equipped seid. Ihr solltet aber so roundabout bei 50 sein, zwischen 50 und 70 ist das hier empfohlen. Und hier natürlich ab 70 plus. Für Qual kann ich euch gleich vorweg sagen, braucht ihr wirklich gut abgestimmtes Equipment. Und da solltet ihr euch auch immer mal wieder dran schauen, weil es ist ja wirklich so, wenn ihr ein, zwei Level gemacht habt, dann könnt ihr eigentlich schon wieder anfangen, neu rumzuballern. Und da habe ich auch einen kleinen Tipp, das ist mir nämlich gestern passiert. Ich habe nämlich gestern 300.000 Gold einfach mal für die Katz ausgegeben, weil ich lustig bin. Und zwar, wenn ihr Affixe ändert, ja, und dann nochmal anklickt, weil ihr so mäßig durchrollen wollt, kostet das auch sofort Gold. Also auch wenn ihr das nicht auswählt am Ende, ihr könnt jetzt nicht draufklicken und sagen, ah, ich will mal ausrollen und es kostet nur Gold, wenn ihr es anwählt. Sobald ihr sagt, ey, okay, ich will XY sehen, kostet das Gold. Und es wird enorm teuer, wenn ihr ein Item nochmal ausrollt und affixt. Deswegen macht euch auch Gedanken, ob ihr dann beim Schmied tatsächlich die Gegenstände auch aufwertet, weil ihr halt immer wieder in so einen Malus kommt, weil die Monster halt mitskalieren. Das ist jetzt halt auch neu, weil man keine Akte hat, dass man jetzt sagt, ey, die Gebiete sind jetzt hier und so 30 bis. Ja, sind sie auch. Ab und zu sind die Monster auch dann irgendwo an so einem Cap. Letztendlich ist es aber so, dass sie wirklich viel, viel knackiger werden. So ein Boss ist auf Level 45 im Gebiet 2, sage ich jetzt mal, viel krasser, als wenn ihr da jetzt mit Level 20 reingegangen seid, ja. Viele haben auch schon mit Level 20, 25 ihr Pferd, da merkt ihr dann schon, ich habe es jetzt echt sehr spät bekommen mit Level 45. Der Rudi hat es auch sehr spät bekommen. Mhm. Und, genau, deswegen, man muss da wirklich ein bisschen schauen. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Probleme habt, kommt auch gerne zu uns in den Livestream. Rudi, wie hast du bisher so das Spiel empfunden? Was fandst du gut, was fandst du nicht so gut? Wo würdest du sagen, da bräuchte man Hilfe? Oder was so im Nachhinein, was würdest du so den Leuten sagen, auch jetzt nach so 50, 100 Stunden? Kann wirklich auf der ersten, also auf Weltstufe 1 sein, weil es macht keinen Unterschied zu Weltstufe 2 und ihr kommt auch solo schnell durch, nicht, dass ihr immer Hilfe braucht im Dungeon, außer ihr seid zu dritt oder zu viert in der Gruppe, dann kann man das machen so. Nehmt Events mit, nehmt alles mit, was geht, so. Allein schon für die Dings, für die Obolusse zum Gamblen, so. Und ja, für den Stuff, den ihr da rauskriegt, es lohnt sich schon. Ja, Rudi ist zum Beispiel jetzt auch jemand, der das erste Mal so richtig in Berührung war. Der hat mal kurz bei D3 reingeschaut und hat jetzt bei D4 dann auch Feuer gefangen. War sehr traurig in der Beta, weil er hat an den Druiden gespielt. Das hat denen gar nicht gefallen, ja, bevor der Server-Slam war, bevor die Buffes waren. Da gibt es übrigens Patch-Notes, könnt ihr in meinem neuen Video sehen, werde ich oben mit verlinken, werden wir gleich machen, da gehen wir in die Patch-Notes ein. Pulverisieren zum Beispiel wurde extrem wieder genervt, das heißt jetzt alle Druiden sind jetzt erstmal wieder am Wein. Darum soll es aber nicht gehen, genau. Also verballert auch auf jeden Fall eure Obolusse fürs Gamblen immer mal wieder, da habt ihr eh einen Cap, das wird dann auch erhöht später. Und das macht ihr hier unten beim Händler, beziehungsweise in den Hauptstädten immer, wo der Sack mit dem Fragezeichen ist. Und auch da gibt es eine kleine Sache. Ja. Da war der auch weg. Aber das ist doch der kleinste Teil der Sache, plötzlich kommt nichts mehr. Richtig gut. Ja, sehr gut. Tipps, guckt euch, es gibt viele Videos auf YouTube, so Anfänger fand ich auch gespielt, guckt euch das an. Ich zum Beispiel. Kein Mensch hat irgendwas verstanden, Rudi, weil die Leute im Chat hier erstmal Musik angemacht haben und wir sind natürlich schön hier im YouTube-Video, aber wir werden das nicht rausschalten, wir werden das drin lassen. Bei den Obolussen kann ich einmal kurz sagen, auf jeden Fall die flüsternden Schlüssel immer ein, zwei Stück mit dabei haben, da sind dann unterwegs auf der Map die Truhen, hab das auch immer im Petto. Schaut auch, dass ihr Equipment, zum Beispiel, wo das Zeichen nicht drauf ist, zum Wiederverwenden mit dieser Hake, wo ihr neue Transformationsmöglichkeiten bekommt, sprich so Skins, die ihr dann auswählen könnt. Verkauft da ruhig auch mal das ein oder andere Item oder bewahrt es euch auf. Ich schaue mal, ob ich da gerade jetzt mal eins habe, damit ihr das seht. Genau, da hätten wir zum Beispiel das hier. Behaltet ruhig eure Legendaries auch von Anfang. Also, das hier wäre jetzt so, das würde mir jetzt eine neue Skin-Anfertigung bekommen für diesen Helm. Schmeiße ich jetzt auch einfach mal raus, das ist mir jetzt auch egal, damit ihr es einfach mal gesehen habt. Bumm, das gibt gute Materialien, auch wenn der Rudi jetzt gesagt hat, bewahrt euch das auf. Irgendwann seid ihr an so einem Punkt, dass Emil Aspekte raus oder verschretten, weil ihr müsst neue Sachen craften. Ja? So,
Aber diese Sachen zum Beispiel könnte ich jetzt verkaufen, die würden mir jetzt keine geben, die haben dieses Zeichen nicht und dann geht ihr einfach ganz normal zum Händler. Wissen auch viele, machen viele irgendwie nicht. Da kriegt ihr dann aber auch 20, 30, 40.000 für die Sachen, dann geht ihr auch verkaufen. Dann geht ihr drauf, kriege ich jetzt hier zum Beispiel 6.000 für oder und so weiter und so weiter. Was ihr auch machen solltet, gelbe Items sind wirklich auch sehr wichtig. Schaut drauf, dass das Skiller drauf sind, dass ihr da immer mal wieder was drauf habt, wie zum Beispiel jetzt hier ein Rang für alle Fertigkeiten der Typ Leiche. So, dann nehmen wir das. Nimm den Aspekt, nimm einen Aspekt und packen den dann da drauf, dann bleibt das mit da drauf. Das ist eigentlich, was wir wollen. Ja, was meinst du, Rudi? Ich habe zum Beispiel meinen Eismagier benutzt hauptsächlich den Kernfähigkeit zersplittern. Und ich habe da zum Beispiel jetzt Stufe 7 von 5 erreicht durch die Skin, durch die Items. Ja, genau. Und das ist natürlich dann auch ziemlich cool, und dann kann man da so ein bisschen rumwirken. Wir haben das heute mal ein bisschen anders gemacht mit dem Video. Normalerweise mache ich das ja immer komplett alleine. Ich habe mir jetzt gedacht, ich nehme hier ein, zwei Jungs mal mit rein, auch andere Spieler, damit ihr mal so von der Seite nochmal so einen Impuls bekommt. Und ich hoffe, ich konnte euch auf jeden Fall da so einen kleinen Leitfaden schon mal mit auf den Weg geben. Wer es nicht kennt, kommt auch gerne zu uns auf Twitch. Wir haben noch unser Mega-Giveaway am Start, wirklich für jede Plattform, egal ob Xbox, PlayStation. Wir haben da alles am Stüssel. Wir haben hier einiges rausgeholt. Chris hat gestern gewonnen, Rudi hat gestern gewonnen. Die können das bestätigen. Wir haben auf jeden Fall gestern richtig die Preise rausgehauen. Und wer noch keinen Plan hat, sollte zu uns Sons of Jordans vorbeikommen. Ansonsten sehen wir uns. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das fandet? Ne? Wenn man das mit mehreren macht, war ja der ein oder andere Gag auch dabei. Würde ich mich sehr freuen. Bleibt gerne mit einem Abo und Like dabei. Wir machen jetzt weiter auf Twitch. Wir ballern jetzt weiter. Wir grinden rein. Da gibt es jetzt noch ein paar Tipps und Tricks hier oben aufs Haus. Und wir sehen uns, meine Freunde. Ich bin es, euer Vince John. Peace. Oh, Legendary Bindschutz. Schönes Ding.